Herzlich willkommen, guten Abend und super, dass du da bist bei Session Nummer 2 von Kraftstoff. Du bist hier, weil du genauso wie wir daran glaubst, dass jeder Mensch und jeder von uns tollen Leuten das Potenzial dazu hat, genau das im Leben zu machen und seine Ziele zu verwirklichen und das zu tun, was man wirklich will und was man sich eigentlich wünscht und wovon man eigentlich träumt. Und Kraftfabrik bzw. Alex und Natalia haben genau Alex. Das als Ziel. Also wir beide, also Natalia, meine wundervolle Frau und ich, haben Kraftfabrik gegründet, um dir dabei zu helfen, aus deinem Kopf heraus tatsächlich zum Handeln zu kommen und wirklich etwas dafür zu tun, um in deinem Leben das zu machen, was du wirklich möchtest und nicht den Zielen von dem anderen nachrennst. Worum geht's heute? Natalia hat wieder ein wunderbares Thema vorbereitet. Natürlich, natürlich. Und ich bin schon gespannt, worum es geht. Ja, worum kann es denn heute gehen? Natürlich um die Kraft. Wir sind ja schließlich beim Kraftstoff von der Kraftfabrik. Nein, also, aber, da kann ich nur sagen, full power. Genau, full power, voll Kraft, volle Kraft. Aber eigentlich ist das Thema aus diesem Anlass auch gekommen, dass morgen ist ja der internationale Frauenstag. Ich weiß nicht, ob wie viele von euch das tatsächlich jetzt feiern oder irgendwie überhaupt das wissen, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, was mir so aufgefallen ist, dass obwohl alle, egal jetzt ob Frauen oder Männer, aber prinzipiell haben alle das Potenzial, irgendwas Großes im Leben zu machen oder generell das im Leben zu machen, was sie machen wollen und haben auch das Potenzial, diese Kraft zu entwickeln. Viele von uns wissen das nicht oder nutzen das nicht und vor allem, es gibt nach wie vor, auch wenn schon voll viel sich bei Frauenberechtigung getan hat, gibt es irgendwie so was, dass Frauen tendenziell im Durchschnitt eher dazu tendieren, ihre Fähigkeiten und Stärken zu unterschätzen und Männer ganz im Gegenteil tendieren eher dazu, die eigenen Stärken zu überschätzen. Und daher ist die Frage, die sich für uns jetzt stellt, nicht nur, wo liegt deine Kraft, also das ist natürlich die erste Frage, wo liegt überhaupt deine Kraft, sondern auch, wie kannst du dich halbwegs objektiv einschätzen und eben deine Stärken und Schwächen objektiv einschätzen und dann weiter, wie kannst du dich weiterentwickeln, wie kannst du dich verbessern, wie kannst du deine Stärken nutzen und wie kannst du deine Schwächen oder aus deinen Schwächen eben auch Stärken machen. Ja. Genau, oder eben Schwächen erkennen und das dann abgeben und Leute finden, die dir genau dort helfen. Genau. Aber ja, die erste Frage ist überhaupt, was ist Kraft und woher nehmen wir die Kraft? Und ich glaube, da gibt es so ein einfaches Beispiel, also für den Körper, wenn wir jetzt einen kraftvollen Körper haben wollen, dann müssen wir den Körper natürlich einerseits trainieren und diesem Körper auch einen richtigen Kraftstoff geben. Also gute Ernährung, gutes Essen, gute Energie, weil sonst hat der Körper einfach keine Kraft. Und genauso ist es mit unserem Kopf oder mit unserem Geist oder mit unserem Mind so gesehen. Da brauchen wir auch den richtigen Kraftstoff. Absolut. Ja. Also, ja, sehe ich auch so. Natalia hat da eigentlich eh schon ein Referat vorbereitet. Natürlich. Das ist ja eine meiner großen Stärken, Referate vorzubereiten. Absolut. Das ist zum Beispiel eine meiner Riesenschwächen, so Dinge wirklich vorzubereiten. Also ohne Natalia könnten wir niemals solche Shows oder den Podcast oder irgend sowas machen, weil ich würde einfach kommen, drauf losreden und das wäre ja. Kein ohne, roter Faden. Da. Und ohne Alex wäre alles wahrscheinlich total strikt und durchgeplant und irgendwie dann total fad. Also aber ja, wir ergänzen uns gut. Gut, dass wir uns auf die Schultern geklopft haben. Ja. Aber ja, ich sehe es genauso. Die als allererstes natürlich körperliche Kraft. Woher kommt das? Als erstes mal aus der Küche. Oder? Also wir können natürlich Gewichte heben, so viel wir wollen, aber in Wirklichkeit ist das Allerwichtigste oder das, was ich zumindest auch bemerkt habe über die Diäten, die wir mittlerweile seit fast 2 Jahren durchziehen. Also Diät bedeutet nicht, ich bin auf Diät, weil ich abnehmen will, sondern ich habe einen bestimmten Ernährungsplan und ja. Wir ziehen das schon ziemlich lang durch und Kraft kommt hauptsächlich mal aus dem Essen und aus der Erholung, also aus dem Schlaf für mich und aus der Bewegung. Ja, also diese 3 Dinge sind so irgendwie, die machen das Tool, Körper irgendwie lebensfähig und auch leistungsfähig. Und das Zweite, ja, so wie du gesagt hast, dass die Kraft
über das Mindset, also die Kraft über die Denkweise, Denkmuster, über die... Die Kraft in dem Kopf, so gesehen. Ja. Genau, die geistige Kraft, was ich alles leisten kann. Mhm. Das kommt auch durch Übung. Genauso wie... Unter anderem. Ja. Training, also wie körperliche Kraft, kann man natürlich auch die Geisteskraft trainieren und ja. muss sie auch dementsprechend füttern. Genau. Ja. Also... Ja, ich würde eben sagen, dass das allererste, was du brauchst für deine Kraft, ist eben der richtige Kraftstoff. Und da gibt es, finde ich, für den Geist, für deinen Geist und für deinen Kopf, da gibt es zwei wichtige Sachen. Die erste Sache sind die Gedanken, mit denen du dich selbst fütterst. Und die zweite Sache sind die Informationen. Und ja. zu Gedanken gibt es eben einen ganz wichtigen Punkt, das ist das, was du eigentlich immer wieder ansprichst und immer, wenn ich irgendwie in Zweifel verfall oder mir denke, oh Gott, nein, das kann ich nicht oder was für sich was, sagst du mir, dass es sowas gibt wie den inneren Coach und eigentlich egal, was ich jetzt nach außen ausstrahle oder was ich nach außen sage und präsentiere, das Wichtigste ist, was ich selber tatsächlich in meinem Kopf denke. Ja, weil, nämlich was man wirklich im Kopf denkt, weil es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Die eine Sache, die man sich selbst einredet, also auch wenn man gerade auf eine gewisse Sache draufkommt und merkt, oh, da mache ich mich eigentlich immer schlecht. Jedes Mal, wenn ich vorm Spiegel stehe, denke ich mir, keine Ahnung, meine Nase ist schief. Ja? Und ja. Also als Beispiel, ich denke mir das zum Glück nicht, aber als Beispiel, ja, es gibt solche Einzelheiten, wo man an sich selbst Fehler findet, die kein Mensch sonst sieht, weil das betrachtet dann eh niemand so genau, und wo man sich selbst ausbessern möchte aufgrund vermeintlicher Schönheitsideale oder was auch immer, ja, also Photoshop-Menschen, die es in Wirklichkeit auch nicht gibt, aber aufgrund dieser Dinge kritisiert man sich selbst und das sind oft die Sachen, die man sich in Wirklichkeit sagt. Und wenn man dann beginnt, das zu realisieren, kann man beginnen zu sagen, ich liebe mich selbst, es ist schön, so wie ich bin, ich akzeptiere mein eigenes Dasein und so weiter und so fort. Ich bin kraftvoll, ich bin liebenswert, was auch immer. Ja. Und das ist eine Sache, das, was man sich dann sagt. Aber das, was man wirklich spürt, das ist genau das, was man forcieren und auch trainieren muss und kann. Ja, absolut. Ja. Das ist dieser innere Coach, den man in sich selbst trägt. Jedes Mal, wenn ich mit jemandem spreche, und ganz am Anfang unseres Business hatte ich das ziemlich stark, da habe ich Leuten auch Dinge erklärt, so und so und so funktioniert. Aber ich hatte, und ich wusste, dass es so funktioniert, aber ich hatte Selbstzweifel, dass es bei mir auch funktioniert. Also irgendwie hast du dann nicht ganz daran geglaubt. Genau, mein inneres Ich, genau. Okay. Ich habe auf der einen Seite gesagt, hey, ich weiß ganz genau, das funktioniert so, weil ich es wusste. Ja. Ich meine, das ist so, wir haben auch Marketing auf der Uni gehabt. Es ja. gibt einfach gewisse Dinge, die funktionieren so. Das ist psychologisch das wurde belegt und so weiter und so fort. Es gibt gewisse Dinge, die funktionieren. Mhm. Punkt, fertig. Und davon kann man ausgehen. Ja. Und wenn du weißt das, dein rationales Ich weiß das. Ja. Und du versuchst dir das auch dementsprechend schmackhaft zu machen und zu sagen, vorzusagen, wie ein Mantra. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber dieser Zeitpunkt, bis das Mantra dann tatsächlich dein innerer Coach dir sagt, ich weiß es, weil, keine bist Ahnung, ich habe die Erfahrung gemacht. Bist du glaubst, so gesehen. Genau, bis du wirklich daran glaubst. In der Zeit kann dein innerer Coach oft noch dagegen sprechen. Und du sagst nach außen, ich weiß, so und so wird es funktionieren. Und dein inneres Ich sagt dir, so ein Blödsinn, das ist alles Scharlatanerei oder was weiß ich was, ja, und das ist alles nicht wahr. Und genau das nurtet dich aber selbst. Ja. Da gibt es also, so einen schönen Spruch von Henry Ford, dass ob du sagst, du kannst es oder du sagst, du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht haben. Ja. Und ich glaube, genau das ist es. Das ist die Kraft der positiven Gedanken im Grunde genommen, dass du an dich selbst glaubst, dass du auch an daran, was du machst, glaubst und dass du dich selbst schätzt. Das ist das sehr, sehr Wichtige. Und da ist auch, da kommt, glaube ich, schon auch das Growth-Mindset sehr stark ins Spiel, dass du dich selbst nicht verurteilst, nur weil du zum Beispiel irgendwas gerade noch nicht kannst oder weil dir irgendwas nicht gelungen ist, sondern das ist, okay, das kann ich vielleicht noch nicht so gut,
passt, dann kann ich es weiterlernen. Genau. Oder es ist mir nicht gelungen, okay, ich überlege mir jetzt, wie kann ich das nächste Mal besser machen. Das braucht aber eben schon dieses wachstumsorientierte Mindset, weil sonst verurteilt man sich selbst und sonst verfällt man sehr schnell in die negativen Gedanken. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Spricht der innere Coach auch wieder, ich habe es doch gewusst, dass es nicht funktioniert und so weiter und so fort. Was das schlimmste Szenario ist, so gesehen. Also das Schlimmste, unter Anführungszeichen. Selbst wenn das passiert, kann man dann wieder zurückgehen ins Growth Mindset und sagen, hey, stop it, heute ist der Status Quo, meine Startlinie ist hier und ich starte jetzt. Ja. Und entwickle mich weiter. Genau, also Punkt Nummer 1, um deinen Kopf mit Kraft zu füttern, sind positive Gedanken. Dann Punkt Nummer 2 sind Informationen. Und ich glaube, heutzutage ist es umso wichtiger denn eh, weil wir leiden glücklicherweise nicht an Mangel an Informationen. Also wir haben Zugriff, glaube ich, zu allen möglichen Informationen. Genau das stellt aber teilweise auch ein Problem dar, weil es sind zu viele Informationen. Und was wichtig ist, dass man sich selbst erstens mit ausgewählten und qualitativ hochwertigen Informationen füttert, und dass man diese Menge auch irgendwo kontrolliert, dass man nicht alles aufnimmt, weil irgendwann ist es zu viel, dann kann man das nicht bearbeiten und das führt eigentlich eher dazu, dass wir unsere Energie auf Dinge verbrauchen, die eigentlich gar nicht notwendig sind, wie zum Beispiel Facebook. Also drehe sofort ab und mach was für deine eigenen Ziele. Also hör zu, was wir gerade zu sagen haben. Genau, aber das ist ein wichtiges Thema. Ich war ganz am Anfang, ich war so ein Tutorial und, also ich meine, ich mache Tutorials ja, seit sehr langer Zeit. Ich liebe das, Tutorials zu geben und mein Wissen weiterzugeben und Trainings zu machen und herauszufinden, wie schaffe ich es, dass jemand das tatsächlich dann lernt, wenn er diese Trainings gemacht hat. Aber ich habe eine Zeit gehabt, ich weiß nicht, während meinem Studium, ich habe so circa 5 oder 6 Jahre von meiner fast 8-jährigen Studienzeit hauptsächlich damit verbracht, Tutorials zu machen und Sachen zu lernen. Und habe nicht begonnen, etwas zu tun. Mit diesem Wissen. Mit diesem Wissen. Und ich habe Fachbücher ohne Ende. Es gibt, also ich glaube, in unserer Bibliothek, in unserer Druckbibliothek, also mit echten Büchern, die nicht am Kindle drauf sind, am Kindle gibt es ja dann nochmal, weiß ich nicht, über 100 Fachbücher oder so, da sind so viele Sachen dabei, die ich einfach aufgesaugt und aufgenommen und aufgenommen und aufgenommen habe, ohne wirklich zu beginnen. Ja? Und das ist auch ein, das kann auch ein Problem sein. Also das ist genau dieses, okay, es gibt so viel Info, ich möchte das alles aufnehmen und ich möchte alles bekommen, um dann dafür gewappnet zu sein für alles. Ja, also um die ultimative Sicherheit zu haben, dass ich gar nichts falsch mache, aber das funktioniert so nicht. In Wirklichkeit ist eine gewisse Startinfo gut und eine gewisse Recherche wichtig, aber dann... Ja. Also es muss immer das Verhältnis zwischen Input und Output stimmen. Ich nehme was auf, aber dann verarbeite ich diese Informationen, ich habe was Neues gelernt, ich habe mir irgendwelche neuen Skills angeeignet und dann nutze ich diese Skills, um irgendwas selber zu produzieren, um irgendwas selber zu arbeiten oder irgendwem zu helfen oder was auch immer ich mit diesen Skills machen kann. Ja. Aber eben da kommen wir schon zum dritten Punkt. Also Punkt 1 waren positive Gedanken, Punkt 2 waren Informationen, aus denen sich dann eben bestimmte Skills oder Fähigkeiten ergeben. Und Punkt 3 ist dann Übung oder regelmäßiges tägliches Training. Tun. Also egal, was du dir angeeignet hast oder was du dir auch aneignen willst, damit du wirklich gut in dem bist und damit du dann dich auch wirklich kraftvoll und sicher fühlst, musst du das oft üben. Üben, üben, üben und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Weil erst diese Routine gibt dann die Sicherheit, irgendwas, was zu tun und dadurch auch die Kraft, dass es nicht jedes Mal so, boah, jetzt muss ich schon wieder die Live-Show halten und eigentlich kostet es mich so viel Energie, weil ich so Angst davor habe. Ja. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat und geübt hat und auch gut vorbereitet drauf ist, dann kostet es einfach weniger Kraft. Insofern gibt uns das auch Kraft, diese Übung. Genau, also weil man halt einen Trainingseffekt hat einfach, oder? Es ist genauso wie, weiß ich nicht, Gewichte hochheben. Irgendwann ist das gleiche Gewicht einfach nicht mehr so heftig, wenn man oft genug übt. Genau, und dann muss man weiter üben, wenn man besser sein will. Also schwer. Man muss einfach, man muss einfach steigern. Also um dann noch weiter besser zu werden, um das Limit wieder weiter hinauszuzögern. Genau. Ja. Was
auch geprüft gehört. Also wir haben heute ziemlich lange darüber gesprochen. Ja. Man muss nicht alles immer weiter pushen. Ja, inwiefern das auch für dich, für deine Ziele, für dein Leben, für deine Vorstellung vom Leben relevant ist. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und aber zu dieser Übung, ja, da ist eine Morgenroutine bzw. eine Routine wie geschaffen dafür. Also ich meine, wir machen die meisten Dinge, in denen wir lernen, eigentlich in unserer Morgenroutine und üben dadurch. Beziehungsweise nachher natürlich in unserem Arbeitsalltag, aber die Dinge, die ich separat dazu lernen will, das ist in der Morgenroutine drin. Ja, wie, ja. Visualisieren und so weiter, diese Dinge, das braucht Übung und das ist am besten dann, wo man die meiste Energie hat, weil da kann man am leichtesten etwas Schweres, was man noch gar nicht kann, verarbeiten. Genau, ja. Und vielleicht, was auch noch wichtig zu sagen ist, was mir noch dazu einfällt, dass sobald du bestimmte Sachen so routiniert machen kannst, kosten die dich natürlich weniger Kraft und auch weniger Energie und weniger Zeit, meine ich. Und dadurch hast du dann noch mehr Zeit und mehr Kraft, logischerweise auch, um was anderes zu machen oder was Neues zu lernen, was Zusätzliches. Und somit ermöglicht das überhaupt die Weiterentwicklung. Dadurch, dass gewisse Sachen schon zur Routine geworden sind, also zum Beispiel, weiß nicht, als ich meinen ersten Blogbeitrag im Leben geschrieben habe, da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 2 Wochen dafür gebraucht, bis ich mich getraut habe, das überhaupt wem zu zeigen. Ja. Und mittlerweile schreibe ich einen Blogbeitrag in ein paar Stunden, ne? Aber ich habe ja auch schon einige geschrieben. Ja. Und dadurch kann ich die Zeit jetzt für was anderes nutzen, zum Beispiel Videos machen oder Ein Podcast oder die Live-Show vorbereiten. Genau. Genau. Ja, voll. Eben. Das heißt, wir haben positive Gedanken, wir haben Informationen und Skills und wir haben Übung. Und die letzte Sache, die man braucht, damit man auch tatsächlich kontinuierlich, also so langfristig die Kraft hat, ist Erholung. Mhm. Du kannst eigentlich nie auf demselben Energielevel bleiben, wenn du dich auch nicht erholst, wenn du deine Energie so gesehen nicht zurückdankst. Ja. Und das ist das, was, glaube ich, sehr viele vergessen, gerade in diesem Bereich Motivation, High Performance, hey, mach was aus deinem Leben, bau dein Business auf, werde cool oder weiß ich was. ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis, weil ich bin mir absolut sicher, dass 99% der Menschen, die richtig erfolgreich sind im Leben, dass die ganz strikt ihre Erholungsphasen auch einhalten. Und das sagen die Leute auch, ja, wenn man sich Leute wie den Gary Vee oder die Mel Robbins anschaut oder den Tim Ferriss oder den Richard Branson. Das sind alles Leute, die auch ganz bewusst sich Erholungsphasen nehmen. Ob es jetzt eine Mittagspause ist zwischen untertags oder ein paar Stunden von einem richtig guten Schlaf, wo sie vorher auch abschalten gelernt haben, oder ob es immer wieder ein Urlaub ist, in der Menge und in diesem Rahmen, den man es braucht. Es wird alles gemacht und das ist notwendig. Ja, eben. Und die verwenden auch entsprechende Techniken, falls sie ein paar Tage haben, wo sie viel weniger Schlaf haben als sonst. Oder? Also autogenes Training und so weiter, das sind ja dann alles Dinge, die dich dementsprechend schnell herunterholen können, wo du lernen kannst, in einer Ausnahmesituation, also sagen wir, du hast jetzt eine Woche, wo du nur 4 Stunden pro Tag schlafen kannst, das kann nur eine Ausnahmesituation sein, das kann mir wenn kein das Mensch erzählen, dass Jahr das wirklich ist, geht. Genau. Das, ja, ja, oder eine Woche alle paar Monate, dann geht's. Aber dann brauchst du auch eine entsprechende Technik, um, wenn du schon so viel zu tun hast, dann schnell herunterzukommen, dich schnell zu beruhigen und tatsächlich zu schlafen. Ja. Und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Aber eben, die Leute lassen sich ja auch coachen, die Leute haben Menschen, die ihnen da die richtigen Mittel zur Verfügung stellen, beziehungsweise ihnen helfen, dass sie das auch lernen und machen können. Genau, weil wenn du dir zum Beispiel nur 4 Stunden zum Schlafen nimmst, aber davon die ersten 3 nicht einschlafen kannst, weil in deinem Kopf die ganze Zeit Gedanken rumschweifen, ist dann blöd. Ja. Ja. Und das kenne ich, weiß wirklich, wovon ich spreche. Ja. Ja. Aber gut, das heißt, es gibt das, womit wir unseren Kopf füttern sollen, das sind positive Gedanken, das sind Informationen, das ist Übung und das sind Erholungsphasen. Ja, das heißt, da von dort kommt unsere Kraft zu gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du überhaupt deine Kraft auch objektiv einschätzen? Woher weißt du, wo bist du stark und wo hast du noch Entwicklungspotenzial? Mhm. Das Allereinfachste ist,
um... Irgendwo haben wir eine Liste, oder? Haben wir eine Liste? Nein, das ist im Power Mindset Training. Das ist im Power Mindset Training, genau. Also, ihr bekommt jetzt etwas aus dem Power Mindset Training einfach so. die einfachste Technik, um genau das herauszufinden, ist, schreibt ihr eine Liste. Wow! Blatt Papier und Stift sind die Magic Tools unserer Zeit. Ja. wir brauchen kein Papyrus oder keine Keilschrift mehr. Wir können die Dinge relativ flott notieren und dadurch leichter reflektieren. Ja. Das bedeutet, mach dir eine Liste mit deinen Stärken und deinen Schwächen und schreib jeden Tag eine Stärke und eine Schwäche auf. Ja, etwas, wo du dir wirklich leicht tust, beziehungsweise wo du wirklich gut bist, ja, und etwas, wo du dir wirklich schwer tust, beziehungsweise was du wirklich nicht kannst. Und wenn du das tust, dann bekommst du ein Gefühl dafür, was sind die Sachen, die ich schon relativ gut kann, also womit ich beispielsweise auch ein Business machen könnte oder wo ich Leuten helfen könnte, und was sind die Sachen, wo ich Hilfe brauche, wo ich mich weiterentwickeln müsste, um darin etwas machen, also um damit etwas machen zu können. Ja. Und sobald du so eine Liste begonnen hast, bekommst du schön langsam ein Gefühl dafür, was sind wirklich deine Stärken und Schwächen. Ich glaube, das, was da auch sehr hilft, ist, weil ich glaube, viele Menschen tun sich sehr schwer, gerade ihre eigenen Stärken zu beurteilen, weil, okay, ich habe zum Beispiel Architektur studiert, ja, passt, ich kann Häuser planen, na super, was kann ich noch? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich da zu überlegen, was habe ich alles eigentlich gelernt? So, wenn man so wirklich auch zurückblickt in die frühe Schulzeit und Kindheit oder über die ersten Berufe und Praktika, die man gemacht hat. Was hat man sonst noch alles zwischendurch gelernt, was für Bücher man gelesen hat und so weiter. Ja, aber was ist alles notwendig, um Häuser planen zu können? Ich meine, da sind ja allein schon tausend verschiedene Sachen drin. Was sind ja alles Sachen, die man sonst gemacht hat? Ja? Ja. Von Grafiken zeichnen bis zu Texte schreiben für Wettbewerbe, bis zu Arbeitsaufteilung, Zeitmanagement, Projektmanagement und was weiß ich. Menschen umgehen, Teamleiten und so weiter. Und ich glaube, in jedem Beruf, was auch immer du machst, gibt es sehr viele verschiedene Tätigkeiten, die dann dein gesamtes Berufsfeld so gesehen beschreiben. Ja. Ja. Und was auch sehr hilfreich ist, zum Beispiel sich zu überlegen, was fragen dich eigentlich deine Freunde oder wonach wirst du nach Hilfe gefragt? Ja. Weil so menschliche, so soziale Skills zum Beispiel sind auch sehr wichtig und die werden oft total unterschätzt. Ja. 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 Und bei Schwächen ist es ähnlich. Da kann man sich auch fragen, zum Beispiel, wo gibt es immer wieder die Situation, wo ich weiß nicht, mein Mann auf mich ärgert, ja, zum Beispiel, dass ich immer zu spät komme oder so. Jetzt habe ich es übrigens verbessert im letzten Jahr. Oder wo gibt es die Sachen, wo ich mir selber immer wieder denke, ach nein, das habe ich jetzt schon wieder verbockt. Ja? Das sind dann Dinge, wo man erkennen kann, das kann ich vielleicht doch nicht so gut. Da habe ich noch mein Potenzial, mich zu verbessern, genau. Ja. Ja. Und da kommen wir genau zu dem, warum ist das so wichtig, diese eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Ja, um überhaupt zu wissen, was du machen kannst, um letztlich auch deine Ziele zu erreichen. Oder also für mich ist das einer der Hauptpunkte. Zumindest war das ein enorm wichtiger Auslöser. Ja? Weil ich meine, wir haben ja ich habe wieder den Beruf gewechselt. Du hast erstmals den Beruf gewechselt und ich habe wieder den Beruf gewechselt und wieder alles über den Haufen geworfen, was ich hatte und konnte, zum vierten Mal in meinem Leben. Wahnsinn. Wo eigentlich schon ein super Lebensstandard da war und dann gesagt, okay, screw that, do something else. Und von wegen, tu was mit deinem Leben, mach das, was du wirklich willst. Ja? Und da musste ich ja... beziehungsweise da musst du ja, wenn du etwas verändern willst, schauen, was kannst du tun und was ist dienlich für den Lifestyle, den du leben möchtest. Ja? Weil wenn du herumreisen willst die ganze Zeit und du suchst einen Job beim Biller oder im Blumengeschäft als Verkäufer, dann hast du ein Problem. Tatsächlich. Weil das lässt sich nicht vereinbaren. Ja? Aber wenn du, weiß ich nicht, Fotografie machen kannst, willst, lernen möchtest, Potenzial dazu hast, dann, oder die Passion dazu hast, dann funktioniert das. Ja? Du musst dir aber entsprechend vorher anschauen, was interessiert mich, ja? Was will ich zu einer Stärke von mir machen, weil das heißt ja auch nicht, dass du
nur Dinge verwenden kannst, die du jetzt schon kannst. Ja, du kannst ja auch lernen. Du kannst ja sehr viel lernen, du kannst dich komplett verändern. Als Erwachsener kann man tausendmal besser lernen als Kind, weil du viel, viel fokussierter arbeiten kannst als jedes Kind. Ja? Und du kannst ja sehr, sehr viel dazu lernen. Aber ein guter Grundstock ist normalerweise das, was kann ich jetzt schon, was sind diese ganzen Feinheiten und was für Modelle gibt es, um damit dann irgendwas zu tun, was meine privaten, beruflichen, gesundheitlichen Ziele unterstützt. Ja. Und genauso ist es mit den eigenen Schwächen. Wenn man die kennt, ist es erstens dann oft gar nicht mehr so schlimm, weil es ist mir bewusst, okay, das kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel keine wahnsinnig schönen Bilder zeichnen. Deswegen kann ich mit ihm auch rausgehen, ich kann um Hilfe fragen. Ich sehe das dann nicht mehr als so ein großes Versagen von mir, sondern ja, es ist einfach irgendwas, was ich noch nicht kann und entweder lernen will und lernen werde oder wo ich beschließe, okay, das macht dann für andere. Ich lage das aus oder suche mir eine andere Lösung dafür. Ja. Und es ist viel besser, das so zu betrachten, als wenn man zum Beispiel glaubt, das haben wir am Anfang, glaube ich, auch oft tendiert, wo wir geglaubt haben, wir können doch alles. Ja, ja, das noch. Und das. Oh Gott. Klar kann man alles lernen, nur oft überschätzt man sich dann sehr, vor allem was die Zeit betrifft, wie lange diese Dinge dauern. Und wenn man erstmal tatsächlich was lernen muss, aber das einem vorher nicht bewusst ist, dass man das lernen muss, weil man glaubt, ach, das kann ich eh. Naja, dann gehen die Pläne nicht so auf, wie man es gerne hätte. Die ganzen WordPress-Plugins, die ich programmiert habe, nur dafür, dass die Seite ein bestimmtes Design hat und wir eine bestimmte Funktionalität haben und dann kommt echt monatlich ein WordPress-Update und du musst das Plugin auch updaten natürlich und irgendwann arbeitest du die ganze Zeit nur mehr an anderen Dingen, weil du denkst, ja, das kann ich eh selbst machen. Ja, gut, aber so ein Plugin kaufen kostet $30 und das Ding macht das für dich. Ja. Aber also, ja, auf jeden Fall eigene Stärken und Schwächen zu kennen, erleichtert einiges, erstens, und zweitens stärkt vor allem das Selbstbewusstsein und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil du dann tatsächlich selbstbewusst und bewusst auftreten kannst nach außen, weil du weißt, was du kannst und du weißt auch ganz genau, was du noch nicht kannst und wo du dir die Hilfe holen kannst und darfst und sollst. Ja. 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 Und ja, grundsätzlich. Genau. Grundsätzlich gilt das, wenn du etwas kannst, nutze es. Sei dir das bewusst, erkenne das und nutze das. Und wenn du etwas nicht kannst, entweder entscheide dich, okay, was macht wer andere für dich, oder nutze das auch als eine Chance und lerne weiter. Ja. Genau. Und das gibt dieses Selbstbewusstsein, das sich daher ergibt, baut auch sehr, sehr viel innere Kraft aus. Ja, definitiv. Ja. Und du hast ja dadurch auch Geschwindigkeit durch den, also wenn du so einen Reality-Check machst mit deinen Stärken und Schwächen, wo du immer wieder reflektierst, also einmal im Monat machen wir, das hatten wir jetzt vor 2 Tagen oder so, haben wir wieder die neue Zieleliste, die neuen Milestones für das jetzige Monat, schauen, passt die alte Zieleliste noch, sind das wirklich Dinge, an denen ich wirklich aktiv arbeite, die Milestones, was habe ich erreicht, was habe ich noch zu tun, woran arbeite ich eigentlich doch nicht, weil ich eigentlich keine Zeit habe, weiß ich nicht, zum Beispiel eine neue Programmiersprache lernen, wie es auf meiner Liste seit Ewigkeiten draufsteht und ich komme alle heiligen Zeiten mal dazu. Ja. Und das lasse ich gern drauf, aber in Wirklichkeit weiß ich so, naja, eigentlich bin ich da nicht so fleißig und in Wirklichkeit verbringe ich mit ganz anderen Dingen meine Zeit, wenn ich schon Freizeit habe. Und dieser Reality-Check holt dich da auch wieder her, also wieder zurück und zeigt dir, bin ich in meinen Stärken wirklich so gut oder ist das vielleicht doch eher eine Schwäche, die weiterentwickelt gehört? Bin ich schnell genug in dem, was ich für eine Stärke halte? Und wäre es vielleicht gescheiter, das auszulagern, mich mit jemandem zusammenzutun, um das Team zu vergrößern, um irgendwie weiterzukommen? Ich glaube, da ist wichtig auch zu sagen, dass die Zieleliste oder deine Ich-Will-Liste und dieser Reality-Check ist was anderes als der Reality-Check von deinen eigenen Stärken und Schwächen. Weil genauso, wenn du so eine Liste hast mit deinen Stärken und Schwächen, kannst du auch diese immer wieder durchgehen und dir anschauen und sehen, ah, das habe ich jetzt schon gelernt oder das habe ich jetzt nochmal verbessert oder ah, das liegt mir jetzt doch nicht wirklich, da muss ich mir was anderes überlegen. Ja, also so habe ich es gemeint. Ja. Also ich habe nicht gemeint, dass das okay. durch
die Zieleliste und so weiter kommt, aber im Rahmen dessen mache ich mir zumindest auch Gedanken, wo bin ich gut und wo muss ich vielleicht wen anderen fragen, weil ich doch nicht selbst so gut bin. Du machst so einen generellen Reality-Check, so gesehen. Ja. Okay. Naja, das ist klug. Ja. Gut. Genau. Ja, auf jeden Fall, die Kraft kommt also, um das nochmal zu wiederholen, von deinen positiven Gedanken, von gut ausgewählten Informationen, deinen Skills, kommt mit der Übung und regelmäßigem Training. Die Kraft braucht auch Erholungsphasen, um die Energie wieder aufzubauen. Und die Kraft baut sich auch dadurch auf, dass es dir immer mehr bewusst ist, was deine Stärken und was deine Schwächen sind. Und die Kraft kommt vor allem auch noch vom Y-Accelerator. Genau, also von einem Warum. Genau, du musst in erster Linie wissen, warum willst du überhaupt irgendetwas tun und warum möchtest du dein Leben verändern und so weiter und so fort. Und genau du musst dafür. Du möchtest dein Leben verändern wollen, du. Ja, genau, es vielleicht geht ja. Willst du einfach irgendwas machen? Ja, vielleicht willst du einfach nur einen Lebensbereich verändern, ja. Wie Gesundheit oder Partnerschaft oder Freunde oder was weiß ich was. Eben. Ne? Ja, da werden wir noch. und genau das, dafür haben wir den Y-Accelerator und das Y-Accelerator-Training gemacht. Das ist eine wunderbare Trainingseinheit, in der du lernst, deinen persönlichen Antrieb zu entwickeln und kraftvoll das nutzen. Zu nutzen. Genau. Als Booster, als wirklichen Antrieb dafür in der Früh aufzustehen und wirklich was zu machen und an deinen eigenen Zielen zu arbeiten und nicht an den Zielen von deinem Vorgesetzten. Also mir ist das immer ein großes Bedürfnis, das hinaus zu posaunen. Das haben wir schon alle gemerkt. Es ist schön, wenn ihr an den Zielen von eurem Vorgesetzten arbeitet, aber denkt über eure eigenen nach. Als allererstes. Es ist das euer Leben und es gibt euch niemand einen Pokal am Ende, wenn ihr euch kaputt gearbeitet habt für irgendeine Firma, das wenn ihr mit Burnout herumliegt oder mit Hörsturz in der Intensivstation und so weiter. Es ist niemand aus dem Büro gekommen. Ja, also, diese Säcke. Findet, ich habe eine nette Postkarte bekommen. Mitleidspostkarte. Ja. Ja, eine Glückswunschpostkarte. Auf jeden Fall, findet als allererstes euer Warum. Das ist die Hauptkraftquelle, so gesehen. Genau. Und die findet ihr natürlich auf unserer Website, beziehungsweise da oben in Facebook und da unten auf YouTube. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ansprecht. Wenn ihr Fragen habt, hey, schreibt uns einfach. Wir sind Sagt echte uns Menschen. Zum Beispiel, wo du deine Kraft findest. Das wäre ziemlich cool. Das wäre wirklich interessant. Ja. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Aber als allererstes, wo findest du uns noch? Du findest uns natürlich hier auf Facebook, wir freuen uns, wenn du unserer Page ein Like gibst und wenn du den Abonnieren-Newsfeed-Abonnieren-Dings, wo das immer ist, anklickst, weil sonst siehst du unsere Sachen nicht mehr durch das neueste Facebook-Update. Und wenn du das abonnierst, dann siehst du das immer als allererstes. Und natürlich sehen wir auf YouTube unsere ganzen 42-Seconds-Videos. Diese Live-Videos in geschnittener Version, in besserer Qualität, gibt es auch auf YouTube. Dann, was gibt es noch? Wir haben Instagram. Instagram, Alex and Natalia. Mhm. Und unseren Podcast. Genau. Das ist so cool. Es freut mich extrem. Unser Podcast, die erste Episode ist am Montag on air gegangen. Ja. Und die zweite kommt nächsten Montag. Zweite kommt nächsten Montag, immer 8 Uhr in der Früh. Wird der Link freigeschaltet und der Feed läuft. Ihr könnt unseren Podcast über Soundcloud, über Castbox, über Acast, über Stitcher, über iTunes, kommt bald. Ja. Was weiß ich was alles. Geht auf unsere Website kraftfabrik.com/podcast und dort könnt ihr euch eintragen, wo ihr wollt oder gleich den Podcast über die Kraftfabrik-Seite anhören. Ja. Also, finde deine Kraft, finde dein Warum, hole dir deine Kraft, sag uns, wo du deine Kraft findest. Und ja, wir wünschen dir einen wunderbaren Abend. Genau, und gib uns ein Like auf das Video. Ja.